Herzlich willkommen, Modern Consumers da draußen. Ja, es geht mal wieder weiter. Eine neue Challenge möchte ich gerne machen. Liverpool gegen Manchester United. Liverpool führt mit 1:0 und kannst du den Ausgleich erzielen und so vermeiden, dass der amtierende englische Meister in die Saisonniederlage kassiert? Ja, das werde ich bestimmt leisten können. Und von daher werde ich das Ganze jetzt mal probieren. Also den Ausgleich holen. Ja! Wir haben die 74. Minute und ich kenne es ja noch aus anderen Partien. Lieber mal gucken, wer hier so kaputt ist. Ah, ist immer wichtig, vorne einen frischen Stürmer dabei zu haben. Hernandez ist immer ganz gut. Obwohl, Valencia auch gut gewesen wäre, aber der ist eher so ein Flügelläufer. Und den werden wir direkt mal hier auswechseln. Welbeck raus für Hernandez. Oder Hernandez. Was weiß ich, was das ist, wie der ausgesprochen wird. Ja, und... die haben hier gleich mal irgendwie einen Freistoß und da muss ich mal gucken, dass ich da jetzt... Yes, Nani! Nani! Jetzt da vorne spielen! Yes! Nein, abgenommen! Und... yeah, der ist drin! Der ist einfach mal drin, Hernandez eingewechselt und macht das Tor. Wunderbar! Wir sind dabei hier bei Modern Consumer. Basti ist eine ganz klare Sache. Er schießt das Tor, er macht es. Er macht es einfach für Manchester United. Wunderbar! Schön! Schön! Schönes Ding. Liverpool 1, Manchester United 1. Yeah. Ja, das ist sehr nice. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Stand halte, dann habe ich diese Challenge erfolgreich gelöst. Und das wäre doch mein Ziel gewesen. Hui! Ins Leere gesprungen. Henderson. Und er wäre einmal mal hier angegangen. Na klar, der wird jetzt aber die Flanke schießen. So ein Cheat. Weg damit jetzt hier vorne. Und da vorne, jetzt lauf dich frei, mein Bursche. Super Bursche, hast du. Ah, der war abgefälscht, deswegen kann der Torwart ihn aufnehmen. Mist. Der Rainer hat jetzt den Ball. Aber die Zeit läuft natürlich jetzt. Sie läuft gegen Liverpool. Und natürlich auch irgendwie gegen mich, weil ich muss ja auch irgendwie diese Führung, dieses Unentschieden halten. Oder ausbauen. Das wäre natürlich geil. Oh, was knapp. Downing ist ja verletzt. Irgendein Symbol habe ich doch da gesehen. Carroll. Henderson. Okay. Ist das spannend, oder? Ich gehe mal in die Mitte. Ich komme wieder zurück. Ich spiele mal da hinten hin. Ich schieße. Und treffe. Yeah, baby. Rooney. Er macht ihn halt auch einfach. Rain Rooney. Juhu. Drin. Oh, das könnte man. Oh, das könnte man auf einen FIFA-Trailer nehmen hier. Oh. Schön gemacht. Nice, Basti. Ich darf mich doch mal selber loben, oder? Lass einfach. Ich mach's einfach. Oh, ich bin einfach happy drauf. Ihr merkt's wahrscheinlich, ne? Ich habe aus dem Rückstand eine Führung gemacht. Und gut, ich habe keine Ahnung, welchen Schwierigkeitsgrad das jetzt hier ist. Ich habe nichts verstellt. Nein. Suarez, weg da. Nein. Oh, ich hätte den Torwart nicht rauskommen lassen sollen. Mist. Verdammter. Naja, gut, die Challenge wäre trotzdem noch geschafft, aber will man das so? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, wir gehen nochmal. Gib ihm. Komm, gib ihm. Wow, durch. Yeah, ich glaube, das ist auf Halbprofi oder sowas. Yeah, der ist halt einfach nochmal drin. Das Ding ist drin. Und wir werden jetzt mal jubeln, wie man jubeln muss. Juhu. Gigs. Schön. Nochmal ein Tor. Also, ihr kriegt in die maximalen Tore geboten. Ich habe auch sogar extra nochmal einen reingelassen, damit ich spannend mache. Hahaha. Natürlich nicht. Rein Gigs. Sehr, sehr schön, dass der Stadionsprecher das auch nochmal durchspricht. Und vor allen Dingen feiern die das ja auch immer, wenn das Auswärtsteam ein Tor schießt. Sehr, sehr realistisch. Ja, das Spiel neigt sich dem Ende zu. Mein Video natürlich dadurch auch. Und wenn ich jetzt nicht einen dummen Fehler mache, mache ich nicht, dann habe ich die Challenge geschafft. Yeah! 700 Punkte, glaube ich. Und es wird natürlich gepfiffen und aus dem Rückstand 0:1, ein 3:2 gemacht, ein 2:3 natürlich gemacht. Das ist doch schön. Zurück zur Arena gehen wir da mal. Oh, dann könnt ihr jetzt nochmal gucken, hier der Basti, ne? Wie viele Punkte ich jetzt am Start habe. Achso, ich kann ja hier wieder rausgehen halt. Habe ich die denn bekommen?
So, so geht's raus. Challenge, 700 Punkte, wunderbar. Damit ist das Ding geschafft. Und ich bin gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Die letzten Challenges habe ich jetzt leider nicht alle gemacht. Aufgrund mangelnder Zeit und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Spanien gegen Dänemark Spiel habe ich ein paar Mal probiert. War das das? Nee, Spanien gegen Schottland. Da hat Spanien 3-0 geführt und ich sollte mit Schottland noch gewinnen. Hallo? Naja, egal, ich habe es nicht geschafft. Also es gibt auch schwierige Challenges dazwischen und ich hoffe, ich kann euch auch mal eine richtig schwierige zeigen. Die von jetzt, die war ja noch ziemlich easy peasy. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Spielen FIFA 12. Haut rein, macht's gut, bis dann, euer Basti.